unglaublich, nochmal diese Bilder vom Regensburg-Spiel der vergangenen Saison zu sehen. Dieses Spiel und diese Emotionen, die haben uns natürlich zu dem gebracht, wo wir heute stehen. Wir stehen vor dem allerersten Bundesligaspiel in der Voith Arena. Und die Frage ist natürlich, kann man diese Emotionen transportieren? Helfen die weiter? Wir haben darüber gesprochen mit Adrian Beck. Wir sind jetzt in der Bundesliga angekommen. Man denkt immer gerne zurück an sowas, aber der Fokus liegt jetzt, glaube ich, auf der Gegenwart, auf der Hier und Jetzt. Und es gilt jetzt darum, am Samstag, im zweiten Spieltag der Bundesliga, die ersten Punkte einzufahren. Und Hoffenheim, wenn man den Kader anschaut, haben eine sehr hohe Qualität im Kader, viele gute Spieler. Von Anfang an müssen wir hundertprozentig da sein, die Zweikämpfe, die Intensität auf den Platz bringen, möglichst individuelle Fehler vermeiden und dann geschlossen als Kollektiv erfolgreich an uns glauben, erfolgreich agieren, und dann wird man auch punkten können. Ich hoffe natürlich, dass die Fans einen großen Faktor spielen können. So wie es in der Endphase der letzten Saison war, haben sie uns viel vorangetrieben. Und ich glaube auch, dass sie, wenn sie das von Anfang an jetzt genauso machen, dass wir ihnen auch was zurückgeben können. Vor allem, wenn man daran denkt, dass wir letztes Jahr hier so erfolgreich gespielt haben. Ich glaube, wir haben letztes Jahr genau ein Spiel hier zu Hause verloren. Ich hoffe natürlich, dass wir die Heimstärke mit unseren Fans zusammen auch fortsetzen können und auch dieses Jahr möglichst lange ungeschlagen bleiben und hier viele Punkte einfahren können. Von einem mit einer TSG Hoffenheim-Vergangenheit, Adrian Beck, zum nächsten, der am vergangenen Wochenende sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat, Omar Traoré. Und mit ihm haben wir natürlich nicht nur über das vergangene Spiel, sondern auch über das kommende Spiel gesprochen. Was er gesagt hat, seht ihr jetzt. Klar, es ist eine andere Region als da, wo ich eigentlich herkomme. Aber es ist eine schöne Region, ich konnte mich sehr gut einleben. Die Mannschaft hat mir da auch gut geholfen, die haben mich sehr gut aufgenommen. Das hat mir drumherum alles leichter gemacht. Deswegen kann ich alles in allem durchweg sagen, dass es positiv war, der Anfang. Ja. Ich glaube schon, dass das ja sehr wichtig ist, dass man sich wohlfühlt, um ja, dann das Maximum aus sich rauszuholen, dass die Gegebenheiten passen, ja, dass man sich gut im Team fühlt, und die Sachen sind alle gegeben. Man hätte gerne, oder wir hätten gerne Punkte mitgenommen. Aber klar, auf der anderen Seite habe ich mich sehr über mein Debüt für den FCH gefreut, aber auch mein Bundesliga-Debüt. Und ja, damit ist natürlich ein großer Traum für mich in Erfüllung gegangen. Ja, ich war sehr stolz, voller Freude. Aber ja, jetzt steht auch wieder das nächste Spiel an. Und jetzt fokussieren wir, oder ich mich auch selbst, wieder aufs nächste Spiel. Ja, ich glaube, es wird wie alle Spiele in der Bundesliga ein sehr schwieriges Spiel. Man muss ans Maximum gehen. Hoffenheim ist sicherlich ein unangenehmer Gegner, haben aber auch am ersten Spieltag verloren. Deswegen wollen die natürlich auch alles dran setzen, da Punkte zu holen. Wir sind ziemlich heimstark, wie ich mitbekommen habe, aus der letzten Saison oder aus den letzten Jahren. Und ja, es ist ein historischer Tag für den Verein. Das erste Bundesliga-Heimspiel, und da will man als Mannschaft oder jeder Einzelne brennt darauf und will alles geben, dass die Punkte hier in Heidenheim bleiben. Und vor dem ersten Spiel in der Voith Arena ist es natürlich auch wichtig zu wissen, was sich bei uns im Stadion alles so getan hat. Das erste habt ihr gerade eben hinter mir schon gesehen. Es gibt am Eingang von unserem Parkplatz P1 einen neuen Torbogen. Sieht, wie ich meine, doch ganz vernünftig aus. Aber das ist nicht das Einzige, was sich getan hat. Was noch mehr, das seht ihr jetzt. Also, kommt mit. Und das Tor, durch das ich gerade eben durchlaufe, das ist am Spieltag tatsächlich nicht geöffnet. Hier also kein Durchgang. Das liegt daran, wer sich bei uns im Stadion ein bisschen auskennt, der weiß, ich bin gerade eben aus unserem Block D2 gekommen. Der war im letzten Jahr noch Heimbereich. Das hat sich aufgrund einiger DFL-Regularien geändert. Auch dieser Teil des Stadions ab jetzt ein Teil des Gästeblocks. Deswegen auch der Zaun. Logisch. Und auch bei der Stadiontechnik hat sich einiges getan. Im Hintergrund seht ihr es, unsere neue Videoleinwand. Auch mit der werden wir sicherlich viel Spaß haben. Jetzt habt ihr also alles gesehen, was bei uns im Stadion neu ist. Wenn ihr es mit euren eigenen Augen sehen wollt, dann ist natürlich eine Sache klar. Morgen, 15.30 Uhr am Samstag, geht es gegen die TSG 1899 aus Hoffenheim. Das Stadion ist ausverkauft, zumindest der Heimbereich.
Und dann gilt's natürlich am Samstag. Daumen drücken und auch auf den Rängen alles geben für den allerersten Heimsieg in der Bundesliga.